Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit Makedonien. Wir haben letzte Runde zwei fette Armeen von ihm in der Stadt zerschlagen. Und nächste Runde wird Pura kapitulieren. Und hier werde ich wahrscheinlich sehr große Schwierigkeiten haben. Also der Vorteil ist zuerst, also die Armeen greifen nicht gleichzeitig an. Nachteil ist, sie greifen aber höchstwahrscheinlich beide an. Das heißt, ich werde ein bisschen angeschlagen sein von der Armee. Der hat auch Leinenpanzerpikniere, ist also dementsprechend auch gut. Der hat nur Bürgerkavallerie, die ist dementsprechend schlecht. Vor allen Dingen auch, weil ich hier Stufe 3 der Pferde habe. Aber ja. Die sieht trotzdem ein bisschen bla. Nicht ganz so optimal. Hier werde ich jetzt mal. Ja, da brauche ich es nicht. Da brauche ich es. Noch zwei Runden. Dann können wir da eine. Entschuldigung, das war mein Handy. Die machen sich gerade bisschen in die Hose, weil am Montag, also heute ist Freitag, am Montag schreiben wir die erste Meisterprüfung. Yeah. Und die ganze Woche schreiben wir Theorie, Mathe, bla bla bla. Und das ganze Schmodder. Nur 60, das ist ja gar nichts. Das ist ja super. Gut, deswegen nehme ich gerade noch auf und ich will halt in der Woche dann keine Aufnahmen machen. Ja, er macht einen Ausfall. Das ist die Garnisonsarmee. Autsch, autsch, autsch. Dafür, dass er belagert wurde, ist das ein bisschen. Hat da wenig verloren. Also, die da kann man wegschmeißen. Baktrische königliche Kavallerie. Ist natürlich heftig. Ja, die da. Ach, verdammt, ich habe nur Steinschleuderer. Wieso habe ich nur Steinschleuderer? Aber ich glaube, ich kann es trotzdem gewinnen. Ich spiele es mal. Ich probiere es mal. Vor allen Dingen mein General ist gut. Der hat ein paar Boni. Und die kann ich versuchen gut einzusetzen. Vor allem, ich werde defensiv spielen. Ich werde mich auf den, auf das, ja, ich muss es anschauen. Also hier sieht es aus, als wäre es ziemlich eine steile Steilung. Aber es ist gar nichts. Also werde ich mich auch nicht zurückziehen. Es ist halt wirklich gar nichts. Ist ja echt. Das sah um einiges stärker aus, die Steigung. Das wäre ein bisschen vorteilhafter gewesen. Ich werde mich aber hier zurückziehen. Und zwar werde ich versuchen. Ich werde hier versuchen, mich, also meine linke Flanke ein bisschen zu schützen durch den Wald und da auch meine Kavallerie zu verstecken. Ja, der Andi spielt World War 3. Interessant. Gut. Und der General bleibt hier. Genau, sammeln, Kraftkonzentration, Banner heben, ja, okay.
Ein bisschen was ist da schon. Gut. Es nähert sich weibliche Unterstützung. Ui, peitscht nicht den Gegner. Peitscht den Gegner und nicht euch selbst. Gut. Das da ist der General. Das da. Gut. Ja. Wenn wir das gewinnen, wird die Welt staunen. Mal schauen. Warte, ich mach mal eine gute Idee. Doppelte Geschwindigkeit ist immer. Ja, wobei, da braucht ihr es noch nicht machen. Auch das ist ärgerlich, dass ich Steinschleuderer habe und keine Bogenschützen. Zwar können die weiterschießen, aber die sind nur gut gegen leichte Infanterie. Elefanten. Das wäre halt ja richtig cool gewesen, wenn ich zumindest ein bisschen. Zumindest ein paar Feuerpfeile gehabt hätte. Okay, der geht jetzt in den Wald. Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt. Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Unser General wird angegriffen. Oh, das war idiotisch. Das ist halt jetzt wieder das Problem mit dem. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Wir erwarten Ihre Befehle. General,
Die ist jetzt weg. Eine gesamte Einheit ist umgekommen. Bis die wieder hier ist. Durchlaufen. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. Das waren drei. Ach du Scheiße. Das waren drei Kavallerie. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Der feindliche General ist tot. Das ist schon mal gut. General muss raus da. Die sind nur aktiv, das ist super. Das ist ein schändlicher Anblick. Der lebt halt immer noch, ne? Richtig krass. Warte, ich rette mal den kurz. Warte mal kurz, bis der General da raus ist. Eine gesamte Einheit ist umgekommen. Die kann ich jetzt noch vernichten. Mein General ist halt super. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Ja, das war eine schmerzhafte. Das war schmerzhaft. So.
fangt er, das ist gut. Uiuiui, ui, ui. Das war Pyrosieg, ja, aber echt, das war ein richtiger Pyrosieg. Verluste 1000, also 600 sind Überleben. Ja, aber er hat eigentlich alles verloren, bis auf 200. Das war nicht gut. Vor allen Dingen, ich habe die eine, also die Fernkampf, die eine Kavallerie, Plankler-Kavallerie, jetzt habe ich mit drei Kavallerieeinheiten verfolgt. Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, das habe ich gar nicht gesehen. Das war echt dämlich. Gut, eine Kavallerie, ein Panzerschwertkämpfer und zwei. Ja, nee, das war nicht gut. Das war nicht gut. Vor allem jetzt, ja. Ich spreche das Wort aus, das... Ja, nee. Vor allem jetzt kommt eine neue. Das heißt, der da wird sich mal zurückziehen. Oh. Jetzt hat er schon wieder eine. Eieiei. Der Schatz. Nö. Jetzt hat der halt einfach wieder eine Fullstack-Armee. Mein Herr ist gewillt. Ja, schon wieder. Die Seele. Und heftig. Da hatte ich ja wirklich nochmal Glück. Ja. Schon wieder. Gut. Das ist schon mal gut. Das da brauche ich nicht. Das da wird abgerissen. So, du da bist umgebracht. So, hohe Chance auf Sezession. 17. Naja, geht doch. Minus. Wieso mögen die mich jetzt beide nicht mehr? Das ist. Ja, okay, einfach nur, weil. Hast Barbaren. Ja und? Wir kämpfen ja nicht gegen Barbaren. Was ist denn falsch mit dir? Gut, du holst dir jetzt einen Ehemann. Der ist gut. Und bekommst Kinder. Du hast auch... Ja, super. Du bekommst auch einen Ehemann. Verschwenderischer Ehemann. Ah. Verschwenderische Ehefrau. Ja, ihr passt wenigstens zusammen. Ist doch gut. Du gehst jetzt mal... Warte mal. Ja. Gehst ja jetzt mal hier runter und schaust, was da los ist. Du hast ein Level Up. Das ist gut. So. Du kommst natürlich nicht dahin. Wäre ja auch langweilig.
Bogenschützen. Hier bekomme ich halt Verschleiß. Und der nicht, weil da Wüstennomade bla bla blub ist. Okay, eine. So eine und. Ja, 2, 4, 5. Okay. Nochmal Thrakisch. Die da kann ich auflösen. Und dann. Tja, haben sie höhere. Höhere Stufe. Jetzt weiß ich nicht ganz. Nee, ich gehe mal zurück nach Zatrakakatata und warte, bis hier unten das ein bisschen besser steht. So. Ich brauche halt ja wirklich gegen die Armeen von ihm wirklich. Ja, viele Bogenschützen, aber, also, die da ist eigentlich sehr human, also sehr gut, also für mich. Und hier hat er auch nur 2 baktrische Bogenschützen, das ist auch super. Und sonst nur Nahkämpfer. Das gefällt mir wirklich sehr. So, dann skippen wir mal kurz durch. Okay, gut, dann würde ich sagen, wir schauen uns noch kurz an, was es zu vermächten ist. Ich kann nur noch Verteidiger Pallas machen. Genau, wie sieht's eigentlich? Es nervt halt total, dass der abtrünnig geworden ist. Böser Typ. Die kann noch nicht heiraten. Der auch nicht. Der schon. Nee, doch noch nicht. Und die schon. Na, auch noch nicht. Na schön. Gut. Königreich. Positive Loyalität, dann könnte ich ein Imperium machen, aber ich will kein Imperium machen, weil ich, ja, das war früher auch kein Imperium, das war ein Königreich. Nee, die bekommt doch nichts. Wieso sollte der was bekommen? Der hockt doch nur da auf seiner faulen Haut. Oh, Entschuldigung, das war mein Stuhl. Du wirst jetzt auch sterben. Und der belagert es. Das gefällt mir nicht. Ich spreche das Wort aus, das einem Krieg. Ach ja. Ja, gegen den kannst du machen. Ist mir egal. So, wir werden jetzt mit der Armee in Bam, werden wir... Es ist schrecklich, Krieg auf dem... Ja, willst du mal was anderes sagen? Genau, die Armee in Bam wird jetzt nach Pura reisen. In Gewaltmarsch. Wir fordern nur ein geringes, mein Herz, Lust. Vor allem, er will halt Klientelkönigtum machen. Aber das will ich nicht.
Die 10.000. Die ist halt zu Hause. Das ist ein Problem. Warte, wo war der? Es gab doch hier einen, der minus einen Flussbereich des des Generals hatte. Aber hat er jetzt nicht, okay. Wieso sind denn meine alle so gut? Steuersatz, öffentliche Ordnung geht runter. Meine sind, ich habe ja voll die guten Generäle. Korruption ist halt blöd. Blöd. Sklavenunruhe ist auch blöd. Das ist halt gut für die Front. Den könnte ich machen. So, plus 2% Chance. Also das erste ist auch gut für die Front. Aber Steuersatz und Loyalität und so und Baukosten sind, ja, okay. Sind ganz gut. Pura, genau. Sabotiert, Umsturz. Frieden verhandelt, natürlicher Tod. Die soll ich töten, ja, okay. Gut, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Nächste Runde werden wir Pura befreien. Also mit dem auf jeden Fall Gewaltmarsch hierhin. Ja, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt noch einen tollen Tag und bis zum nächsten Mal. Bye!